Eine Titration, die sich nicht nur auf Säuren und Basen beschränkt, nicht nur auf irgendwelche Fällungsreaktionen, sondern die extrem vielseitig ist, ja, das gibt es tatsächlich, die Iodometrie, eine Titration mit Stärke. Willkommen zu diesem neuen Lernvideo. Sie werden allerdings sehen, dass auch diese Titrationsart ihre Schwächen hat, und trotzdem aber natürlich extrem vielseitig ist. Das Lernvideo setzt schon einiges an Vorwissen voraus, und zwar müssen Sie das Einrichten von Redoxreaktionen auf allen Schwierigkeitsstufen beherrschen, auch mit getrennten Teilgleichungen, auch unter alkalischen Bedingungen. Begriffe wie Komproportionierung oder Disproportionierung sollten Ihnen was sagen. Und last but not least, Sie sollten auch alle Arten von Titrationen auswerten können, auch Rücktitrationen, und zwar auf allen Schwierigkeitsstufen. Die Zielgruppe sind erstmal Schülerinnen und Schüler aus der Fachschule für Technik, Fachrichtung Chemietechnik, aber auch Studierende aus dem Grundstudium Chemie und auch Abschlussjahrgänge von den CTAs oder Chemielaborantinnen oder Laboranten. Für dieses Lernvideo gibt es ein Lernskript unter www.laborberufe.de, und zwar im Ordner FTC CT, also für die Fachschule für Technik. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, dass Sie sich dieses Lernskript auch ausdrucken, weil im Lernvideo werden Sie hin und wieder auf Pause drücken müssen und eben die eine oder andere Aufgabe von diesem Lernskript alleine durcharbeiten. Weiterhin gibt es noch ein Aufgabenblatt mit Rechnungen zur Iodometrie. Das gibt es auch unter www.laborberufe.de im Ordner FTC CT. Und das hat den Titel Gemischte Aufgaben zu Titrationen aller Art. Und zwar geht es hier um den Abschnitt 2 Iodometrische Titrationen. Das würde ich an Ihrer Stelle auch bereithalten. Lesen Sie zu Beginn gerade mal den Abschnitt 1 auf diesem Arbeitsblatt durch. Und versuchen Sie die Aufgabe 1.1 alleine zu beantworten. Also markieren Sie im folgenden Auszug aus der Spannungsreihe diejenigen Analyte, die Sie unter Normbedingungen mit Iod umsetzen lassen. Und B, markieren Sie diejenigen Analyte, die sich mit Iodid umsetzen lassen. Rechts und links von dieser Spannungsreihe haben Sie eben auch noch Platz, Ihre Antwort aufzuschreiben. Also jetzt auf Pause drücken und selber 1.1 alleine beantworten. Zur Beantwortung gibt es einen wichtigen Merksatz, und der lautet folgendermaßen: Eine Redoxreaktion findet in der Regel freiwillig statt, wenn das Potential der Reduktion über dem Potential der Oxidation liegt. Wenn wir uns mal anschauen, wenn aus dem Iod ein Iodid wird, dann ist es ja von links nach rechts gelesen, eben eine Reduktion. Und die hat das Potential 0,53. Nach diesem Merksatz findet eben dann eine Redoxreaktion freiwillig statt, wenn das Potential der Oxidation darunter liegt. Und das ist eben bei diesen beiden Analyten hier der Fall, Schwefeldioxid und Sulfid. Wenn die jeweils nach links reagieren, also aus dem SO2 das HSO4- wird, oder wenn aus dem S2-S wird, dann ist es ja von rechts nach links gelesen, eben eine Oxidation. Und da ist das Potential 0,16 bzw. minus 0,48. Die liegen also unter dem Wert von 0,53 und deswegen laufen die freiwillig ab. Also man kann wirklich zusammenfassen, Iod ist in der Lage, Schwefeldioxid aufzuoxidieren, und Iod ist in der Lage, Sulfid zu Schwefel aufzuoxidieren. Sie können eben diese beiden Analyte jetzt markieren und daneben hinschreiben, können mit Iod umgesetzt werden. So, aus dem Merksatz, aus dem gleichen von vorher, lässt sich auch eine andere Botschaft ablesen. Und zwar, es gilt ja, wie gesagt, dass das Potential der Reduktion überhalb des Potentials der Oxidation liegen muss, damit die Reaktion freiwillig abläuft. Und das ist bei all diesen Analyten hier der Fall, die überhalb des Iod-Iodid stehen. Wenn nämlich zum Beispiel aus dem Wasserstoffperoxid Wasser wird, also von links nach rechts, ist es ja eine Reduktion mit einem Potential von 1,78. Die läuft eben dann freiwillig ab, wenn Iodid zu Iod wird. Also wenn man da Iodid dazu gibt, zu dem H2O2,
Dann wird eben das Jodid aufoxidiert zu Jod. Das Potenzial für diese Reaktion ist 0,53 und es liegt halt unterhalb von diesen 1,78 und läuft eben auch freiwillig ab. Gleiches gilt auch für Permanganat, für Chlor, für Dichromat und für Eisen, weil von links nach rechts gelesen sind es eben alles Reduktionen und deren Potenzial liegt überhalb des Potenzials der entsprechenden Oxidation von Jodid zu Jod. Sie können also die entsprechenden Analyte markieren und daneben schreiben, können mit Jodid zu Jod umgesetzt werden. So, die korrespondierenden Formen hier auf der rechten Seite, die lassen sich nicht umsetzen mit diesem Redoxpaar, weil wenn ich die hier umsetzen wollte, wäre das ja immer eine Oxidation, weil die Reaktion immer von rechts nach links laufen würde. Und das wären dann also die entsprechenden Oxidationspotenziale, die liegen aber überhalb des Reduktionspotenzials, weil dann müsste man ja aus Jod Jodid machen und dann wäre die Redoxreaktion erzwungen. Das wäre so etwas wie eine Elektrolyse. Das geht natürlich auch, aber es ist aber keine spontane Reaktion, die man eben nutzen könnte bei Titrationen, sondern es wäre eine erzwungene Redoxreaktion. Lesen Sie als nächstes den Abschnitt 2 durch und dann sollen Sie die Aufgabe 2.1 alleine lösen. Da sollen Sie die Redoxreaktion inklusive der Teilgleichungen formulieren, und zwar für die Reaktion zwischen Ascorbinsäure und Jod. Für Ascorbinsäure brauchen Sie da die Strukturformel nicht nachschlagen, sondern arbeiten Sie direkt hier mit der Summenformel C6H8O6. Drücken Sie also jetzt bitte auf Pause und bewerkstelligen Sie die Aufgabe alleine. Die Teilgleichung für die Reduktion ist relativ einfach. Jod wird zu Jodid reduziert und nimmt hierbei 2 Elektronen auf. Bei der Oxidation reagiert die Ascorbinsäure zur Dehydroascorbinsäure. Da muss man sich erstmal mit den Oxidationszahlen beschäftigen. Und zwar insbesondere beim Kohlenstoff, weil da ändert sich was. Sauerstoff hat ja immer -2 in den organischen Verbindungen. Also insgesamt die 6 Sauerstoffatome zusammen -12. Wasserstoff hat ja immer +1. Und die 8 haben zusammen also +8, die -12 und die +8 hier bleiben also 4 negative Ladungen übrig, die ausgeglichen werden müssen. Das heißt, der Kohlenstoff oder die 6 Kohlenstoff zusammen müssen insgesamt +4 als Oxidationsstufe haben, damit insgesamt eine neutrale Verbindung resultiert. Also alle 6 Kohlenstoffe zusammen +4. Dann wird das Ganze hier von der Summe aller Oxidationszahlen 0. So, wenn 6 Kohlenstoffe zusammen die Oxidationsstufe +4 haben, zusammen, dann hat jedes dieser 6 Kohlenstoffatome +4/6 als Oxidationsstufe. Und dann mal 6 kommt man eben auf die +4 für die 6 Kohlenstoffe zusammen. So, und +4/6 ist das gleiche wie +2/3. Also jedes Kohlenstoffatom hat die Oxidationsstufe +2/3. Hier auf der rechten Seite kommt man eben darauf, dass die Sauerstoffe wieder zusammen -12 haben. Die 6 Wasserstoffe haben zusammen +6. Das heißt, insgesamt haben wir hier für die beiden Elemente zusammen -6 als Oxidationszahl. Das heißt, die 6 Kohlenstoffe müssen ja diese -6 gerade ausgleichen. Die müssen in ihrer Gesamtheit also +6 haben, damit insgesamt eine neutrale Verbindung resultiert. Das heißt, jedes einzelne dieser Kohlenstoffatome hat die Oxidationsstufe +1. Und letzten Endes man sieht hier eindeutig, dass Kohlenstoff eben oxidiert von der mittleren Oxidationsstufe +2/3 zur Oxidationsstufe +1. Letzten Endes 0,3333 Elektronen pro Kohlenstoff, also 1/3 Elektronen pro Kohlenstoff werden eben abgegeben. Bei 6 Kohlenstoffen macht es insgesamt 2 Elektronen. Und man muss also jetzt auch nichts mehr ausmultiplizieren, sondern bloß noch die beiden Teilgleichungen eben aufsummieren. Man kann sich also hier vielleicht noch Folgendes merken. Wenn man die Oxidationsstufen ermittelt an Summenformeln bei organischen Verbindungen, dann können selbstverständlich durchaus gebrochene Oxidationszahlen auftreten.
Wenn man die Strukturformel aufschreiben will, würde man sehen, dass jedes Kohlenstoff eine ganzzahlige Oxidationszahl hat. Aber der Mittelwert eben aller 6 Kohlenstoffatome beträgt eben plus 2 Drittel von der Oxidationsstufe her. So, und die Gesamtredoxreaktion ist also eben folgende. Ein Ascorbinsäuremolekül reagiert mit einem Jodmolekül zu einem Dehydroascorbinsäuremolekül und 2-mal Jodwasserstoffsäure. Bleibt in Abschnitt 2 nur noch kurz zu erwähnen, dass es nur wenige Analyte gibt, die direkt mit Jod titriert werden können, weil die Reaktion mit Jod dauert meistens relativ lange und die direkte Titration baut aber darauf, dass ein Analyt sofort mit Jod umgesetzt wird. Wir können ja nicht nach jedem Tropfen Jodzugabe minutenlang warten, ob eventuell ein Farbumschlag oder sowas auftritt. Nein, die Reaktion muss schnell genug ablaufen, damit sie für eine direkte Titration geeignet ist. Bei all diesen Analyten, wo die Reaktion länger braucht, geht es eben mit der direkten Titration nicht. Dann kann man aber die Rücktitration nutzen, mit der werden wir uns weiter unten beschäftigen. Jetzt in Abschnitt 3 geht es um Analyte, die Jodid aufoxidieren können. Wir erinnern uns, das waren alle diese Analyte, die wir hier gelb markiert hatten, und das ist ja nur eine kleine Auswahl in dieser Tabelle. Alle diese hier gelb markierten Analyte haben die Eigenschaft, dass sie Jodid spontan in Jod umwandeln können. Und Sie sollen jetzt eben diesen Abschnitt 3 erstmal alleine durchlesen. Und dann die Aufgabe 3.1 lösen. Da müssen Sie die Reaktionsgleichung zwischen Jodid und Bromationen unter sauren Umgebungen formulieren. Lesen Sie das also bitte durch und beantworten Sie die Aufgabe 3.1 und drücken Sie jetzt bitte wieder auf Pause. Bei dieser Reaktionsgleichung wird das Bromat zu Bromid reduziert. Was anderes bleibt ja nicht übrig, weil Brom wäre viel zu reaktiv, als dass es in wässriger Lösung lang bestehen bleiben könnte, in Gegenwart von Jodid, sondern es würde auch hier das Jodid weiter oxidieren und selbst wieder zu Bromid reduziert werden. Also alle Wege führen eigentlich zum Bromid und das ist eben das entsprechende Reaktionsprodukt bei dieser Reduktion. Das Bromat hat die Oxidationsstufe plus 5 und es nimmt 6 Elektronen auf, um zum Bromid zu werden. Zum Ausgleich braucht man noch 6 Protonen und eben diese 6 Elektronen, die aufgenommen werden. Dabei entsteht eben das Bromid und 3 H2O. Die Oxidation ist denkbar einfach. Hier wird einfach das Jodid zu Jod aufoxidiert. Und als Redoxreaktion muss man natürlich jetzt beachten, dass man die Oxidation mal 3 nehmen muss, damit die Elektronenzahl bei der Oxidation der Elektronenzahl bei der Reduktion entspricht. Und die Gesamtredoxreaktion lautet halt eben Bromat plus 6H plus plus 6I minus werden zu Bromid und 3 Wasser und 3 Jodmolekülen. Je mehr oxidierende Analyte in der Lösung sind, desto mehr Jod fällt an. Und dieses Jod muss natürlich jetzt titriert werden. Und das passiert immer mit dem Thiosulfat. Und darauf bezieht sich dann auch die nächste Aufgabe auf diesem Arbeitsblatt, nämlich die Aufgabe 3.2. Da sollen Sie die Reaktionsgleichung formulieren für die Titration des entstandenen Jods mit Thiosulfat, diesmal als Einzahler. Sie brauchen also nicht Reduktion und Oxidation getrennt formulieren, sondern in einer gesamten Reaktionsgleichung. Die Gegenionen können Sie allerdings weglassen. Drücken Sie also jetzt bitte auf Pause und beantworten Sie die Aufgabe 3.2. Auch hier sollten wir uns zuerst mit den Oxidationszahlen beschäftigen. Thiosulfat hat ja die Formel S2O32-. Die 3 Sauerstoffe zusammen haben die Oxidationszahl minus 6. Und da 2 negative Ladungen übrig bleiben, muss der Schwefelanteil insgesamt plus 4 haben. Weil die plus 4 und die minus 6 geben dann eben in der Summe die 2 negativen Ladungen, weil die Summe aller Oxidationszahlen von allen Atomen muss ja immer die Ladungszahl ergeben.
Also die beiden Schwefelatome haben plus 4. Und das bedeutet, dass jedes einzelne dieser Schwefelatome die Oxidationsstufe plus 2 hat. Man schreibt ja immer die Oxidationsstufe eines einzelnen Atoms auf. Thiosulfat hat übrigens eine Strukturformel, die ähnlich ist mit der vom Sulfat, mit einem großen Unterschied. Und zwar greift hier die Doppelbindungsregel, dass nämlich Schwefel mit seinesgleichen kaum dazu neigt, Doppelbindungen einzugehen, weil einfach das Schwefelatom zu groß ist und die p-Orbitale eben dann schlecht überlappen können, die p-Orbitale zu einem p-Orbital. Und deswegen ist es eher eine Einfachbindung und entsprechend lang ist sie auch. Während die Schwefelsauerstoffbindungen, die haben Doppelbindungscharakter. So, beim Tetrathionat haben wir ja S4O62-. Das heißt, die sechs Sauerstoffe haben zusammen minus 12. Da zwei negative Ladungen übrig bleiben sollen, muss der Schwefelanteil zusammen plus 10 haben. Die Summe aus plus 10 und minus 12 gibt dann nämlich zwei negative Ladungen. So, wenn der Schwefelanteil insgesamt plus 10 hat, hat jedes einzelne Schwefelatom 10 Viertel als Oxidationszahl, also plus 2,5. Man sieht also, dass es hier eine Oxidation ist. Rechnerisch, und zwar gibt jedes Schwefelatom ein halbes Elektron ab. Zwei Thiosulfatmoleküle geben ein Tetrathionatmolekül und geben dabei insgesamt zwei Elektronen ab. Und das sind auch die Elektronen, die eben das Jod aufnimmt. Und deswegen können Sie bei der Beantwortung der Aufgabe 3.2 als Reaktionsgleichung gerade hier notieren, die beiden Thiosulfationen reagieren mit einem Jodmolekül unter Bildung von einem Tetrathionat-Ion und zwei Jodid-Ionen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Reaktionsgleichung, weil sehr häufig läuft die Jodometrie darauf hinaus, dass man eine jodhaltige Lösung titrieren muss und dafür nimmt man eben immer Thiosulfat und zwei Thiosulfatmoleküle entsprechen rechnerisch immer einem Jodmolekül. Die sollte man also fast auswendig wissen, diese Reaktionsgleichung. Solche Titrationen, bei der ein wenig gut titrierbarer Stoff in einen besser titrierbaren umgewandelt wird, nennt man auch indirekte Titrationen. Bei uns war es jetzt eben so, dass man zum Beispiel diese Analyte, die hier gelb markiert sind, in die äquivalente Menge Jod erstmal überführt hat. Und statt diese Analyte zu titrieren, hat man nachher lieber das Jod titrimetrisch bestimmt, weil das lässt sich sehr, sehr gut titrieren mit Thiosulfat. Da solche indirekten Titrationen oder eben auch Substitutionstitrationen genannt, darf man nicht mit Rücktitrationen verwechseln. Hier wurden ja nicht irgendwelche Überschüsse an Maßreagenz zugegeben und nachher die Reste titrimetrisch bestimmt, sondern man hat bloß den Analyten in einen besser titrierbaren überführt. Das ist eben das Kennzeichen von solchen indirekten Titrationen. Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt die Bearbeitung des Arbeitsblattes erstmal unterbrechen und erstmal zwei Aufgaben zu dem rechnen, was wir gerade behandelt haben. Und zwar das Arbeitsblatt finden Sie eben bei www.laborberufe.de im Ordner FTCCT und es hat den Titel Gemischte Aufgaben zu Titrationen aller Art. Und da im Abschnitt 2 gibt es eben Aufgaben zu den jodometrischen Titrationen. Und nach dem, was wir alles gesagt haben, sollten Sie jetzt die Aufgabe 2.5 bearbeiten können und die Aufgabe 2.7. Das würde ich Ihnen jetzt also dringend empfehlen. Bei der Aufgabe 2.5 gibt es eine Teilaufgabe B. Die können Sie theoretisch noch nicht beantworten, wenn Sie noch nicht wissen, wie man den Umschlagpunkt bestimmt. Bei der Jodometrie, wenn Sie das aber schon wissen, dass man das mit Stärke und so weiter macht, können Sie sich auch gerne natürlich mit der Aufgabe B beschäftigen. Es gibt dazu auch einen Abschnitt in dem Lernskript, das Sie da lesen können. Ansonsten lassen Sie diese Teilaufgabe B erstmal weg. Drücken Sie jetzt also bitte erstmal auf Pause und versuchen Sie, diese Aufgaben selbst zu lösen. Die Musterlösungen zu diesen Aufgaben, die finden Sie im gleichen Dokument auf den letzten Seiten.